Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Assetto Corsa Competizione. Im heutigen Video möchte ich euch gerne mitnehmen auf meine ersten Meter auf Watkins Glen International im Audi A8 LMS Evo 2 in der Lackierung von Valentino Rossi. Und Watkins Glen gehört ja zum American Track Paket, welches es bei Steam für 18 Euro zu kaufen gibt. Es beinhaltet die folgenden drei Strecken: COTA, also Circuit of the Americas, Indianapolis und Watkins Glen. Watkins Glen kenne ich aus Assetto Corsa, da bin ich mit der Seat Leon TCR Meisterschaft gefahren, also ein Rennen habe ich dort bestritten. Und in Automobilista 2 bin ich dort vor kurzem oder auch vor längerem mit den Formel 1 ähnlichen Ami-Rennwagen gefahren. Ich weiß nicht, wie die heißen, Indycars oder Karts. Auf jeden Fall hat es mir unfassbar viel Laune gemacht. Die Strecke hat so einen fantastischen Flow. Und wenn ihr meine letzten Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich auf Flow stehe. Also ich mag einfach Strecken, die so, ja, einfach so einen angenehmen Flow haben. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Wie sagt man denn dazu? Es passt da einfach alles. Es ist so, man fährt und man denkt, man nimmt die Kurve so und so. Und es passt dann meistens auch. Ja, ist nicht technisch nicht zu anspruchsvoll. Und ja, deswegen habe ich mich so ein bisschen in Watkins Glen verliebt, beziehungsweise wollte die Strecke unbedingt haben. Hier kann ich mir auch sehr gut vorstellen, online zu fahren. Und ich hoffe wirklich, dass die Strecke gut angenommen wird und da viele Leute online fahren. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie es gerade aussieht. Müsste ich mal noch machen. Jetzt will ich sie aber erstmal euch zeigen, beziehungsweise euch mitnehmen auf meine ersten Meter. Ja, COTA kenne ich, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, überhaupt nicht. Ich habe jetzt kennengelernt, dass die Formel 1 darauf fährt, aber da ich keine Formel 1 gucke, weiß ich auch nicht wirklich Bescheid, auf welchen Strecken die fahren. Ja, für mich sieht dieses Layout schon recht ekelhaft aus. Also muss ich einfach sagen, es sieht aus wie eine perverse Modifikation von Suzuka, gepaart mit einer Lasurse von Spa, mit einer Langgerade von Paul Ricard und einem kleinen Zipfel aus Netterton herausgeschnitten mit dem Ende von Bathurst. Also so kommt es mir vor. Ich bin auf der Strecke noch nie gefahren. Ich habe mal ein Video gesehen, wie jemand drauf gefahren ist auf YouTube, und habe es aber nicht ganz angeguckt, weil ich gedacht habe, ja gut, ich muss die Strecke dann sowieso selber kennenlernen. Da bringt es mir jetzt nichts, erstmal zu gucken, wie ein anderer drauf fährt. Ich bin gespannt drauf, aber ich habe auch großen Respekt davor. Und ja, ich weiß nicht, ob ich euch da mitnehmen werde. Vermutlich nicht. Die ersten Meter werde ich da wahrscheinlich alleine drehen, weil das wird richtig peinlich. Indianapolis kenne ich aus Race Room Racing Experience. Das wäre jetzt aber kein Grund für mich gewesen, dieses Track-Paket zu kaufen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich finde die Strecke ganz interessant, vor allem hier dieser Knick am Anfang, die erste Kurve und dann das Geschlängel hier. Hat in Race Room Racing Experience recht viel Spaß gemacht. Aber wirklich der Hauptgrund, mir dieses Paket zu kaufen, war Watkins Glen, und darauf freue ich mich jetzt. Wir gehen einfach mal los. Ich habe 6 Uhr morgens eingestellt, Zeitmultiplikator auf 24-fach, leichte Bewölkung mit einer Variabilität von 50%, glaube ich. Also lassen wir uns einfach mal überraschen. Und es ist sehr dunkel hier, hui. Aber das sieht schon geil aus, der Schriftzug auf dem Asphalt. Setup mache ich jetzt einfach so. Ich könnte das sichere Setup wählen, aber ich nehme jetzt das Aggressive. Mit dem komme ich eigentlich in Online-Rennen immer gut klar. Wenn ich da mal ein Auto nehme, welches ich nicht gewohnt bin, dann passt das eigentlich immer, das Aggressive Setup als Standard-Setup zu nehmen. Und dann gehe ich hier mal ein paar Klicks hoch bei der Elektronik, dass ich da einfach auf Nummer sicher bin. Vor allem diese zweite Traktionskontrolle, die, glaube ich, für die Kurvenfahrt zuständig ist. Wenn die zu niedrig ist, dann habe ich keine Tastenbelegung dafür an meinem G27. Und ja, dann komme ich ein bisschen in die Bredouille, wenn es da nicht stimmt. Deswegen mache ich das immer ein bisschen höher, dass mir da in den Kurven nicht irgendwelche peinlichen Dinge passieren. Ja, Sprit können wir mal rausnehmen. 30 Liter sollten reichen. Die Bremsbeläge auf 1. Ihr seht ja, was ich hier mache. Stabilisator ist mir aufgefallen. Kommt immer gut, wenn ich da einen Klick rausnehme. So ist einfach die Front ein bisschen, wie sagt man, sie taucht besser ein in die Kurve. Habe ich zumindest das Gefühl. Und es passt eigentlich immer, wenn ich vom Aggressive Setup aus einen Klick darunter gehe. Die Dämpfer lasse ich in Ruhe, damit kenne ich mich nicht aus. Und dann mache ich noch den hinteren Bremsluftkanal einen Klick zu, damit die hintere Bremse schön warm bleibt. Genau, und ansonsten vertraue ich hier Kunos Simulationi, dass die das gut gemacht haben. Jetzt können wir das auch mal speichern als Aggro Setup.
Eine fantastische Bezeichnung, wie ich finde. So machen das ein Kumpel und ich immer. Wenn wir irgendwie mit einem neuen Auto irgendwo fahren, auf einer Strecke, auf der wir noch nicht gefahren sind in dem Auto, dann nennen wir die Setups immer so, dass wir gleich wissen, woran wir sind. So, los geht's. Ah, jetzt brauchen wir Licht. Rennen! Brauchen wir die Dings hier, Fernlicht, brauchen wir das? Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ah, ich muss gar nicht kuppeln. Ha, sehr toll. Ah, es schauen sogar welche zu, wie ich hier ganz allein ein paar Ründchen drehe. Fantastisch. Sehr gut. Können wir es dunkel machen? Sehr gut, okay. Ah. Precious. Oh, die Bewölkung ist ja geil. Ah, es gibt nur die drei Seiten hier vom MFD. Oh, diese 24-fache Zeitmultiplikation geht aber ganz schön ab. Es wird schon richtig hell. Schade. Hätte ich ein bisschen langsamer einstellen können. Ja, und hier dieser Flow den Berg hoch. Ha, großartig. Wie in Race Room oder wie in Assetto Corsa. So, jetzt kommt doch die Schikane. Ah, kann man da so fahren oder muss man da raus? Hui, da ist er ganz schön versetzt. Also denkt dran, ich fahre hier zum ersten Mal in dem Spiel, ja? Entschuldigung, in dieser Rennsimulation. Ja, aber es ist fantastisch. Also diese Kurven meine ich. Hier muss man ein bisschen später, glaube ich, dann aufs Gas gehen. Ja, und jetzt auch hier den Berg dann hoch. Das schlängelt sich so schön und ja, ist einfach irgendwie geil. So, und jetzt hier denke ich immer, dass die nächste Kurve eine Linkskurve ist. Aber ich glaube, da kommt nochmal einmal rechts und dann kommt links. Oh, hier auch. Spät, oder? Und dann müsste doch schon Start und Ziel kommen, oder nicht? Oh, die ist fies. Die ist hängend. Also nach außen hängend. Ah, doch noch nicht. Doch mal nochmal eine Linkskurve. Ja, so gut kann ich mir Strecken über 2 Jahre hinweg merken. Und ich weiß nicht, wann ich mit der TCR-Meisterschaft hier gefahren bin. Also in Assetto Corsa. Obwohl, nee, ich bin ja ein Automobilista vor einigen Wochen mit den Formel 1-ähnlichen Autos hier gefahren. Rennwagen. Naja, trotzdem. Kann es mir nicht gut merken. Ich lerne neue Strecken relativ schnell. Das funktioniert gut. Also habe ich jetzt wieder gemerkt, ein Automobilista mit diesen argentinischen Strecken. Aber ich vergesse dann auch wieder sehr schnell. Oh, wann muss ich hier einlenken? Ah, okay. Passt, ist egal, wo man einlenkt. Es geht eh alles voll. Ah, Watkins Glen, geil! Ich finde es auch echt geil gemacht. Also, man fühlt sich gleich pudelwohl hier. Oh, hier versetzt er ein bisschen. Warum ist denn da... Huhuhu. Warum ist denn da der Gummi außen? Da bei dieser Schikane... Da fährt doch keiner so weit raus, so ein Bogen. Komisch. Ja, ich weiß, ich fahre eine ganz schreckliche Linie. Da haben gerade 2 Meter zum rechten Streckenrand gefehlt. Aber ich muss echt erstmal reinkommen und ich bin, ja, auch so ein bisschen entzückt, wie die Strecke aussieht. Okay, das war ganz falsch. Ja, und diese legendären Zäunchen. Könnt ja ein Rad in die Zuschauer fliegen. Oh. Schon wieder falsch gedacht. Kommt eben diese Rechtskurve nochmal. Ah, okay, das ist aber eine schnellere. Die ist wieder langsam, aber dritter sollte eigentlich gehen. Da kommt die Wand aber verdammt schnell. Ah, das ist auch so eine geile Kurve. Wenn man die richtig trifft, fühlt sich's geil an. Und auch die, das sind so dritte Gangkurven. Die mag ich. So mittelschnelle. Ja, Licht können wir eigentlich wieder ausmachen, oder? Ich frag mich, wie viel Curb man da mitnehmen kann. Ah, das erinnert mich hier die Kombination an Pflanzgarten. Pflanzgarten 2. Nee, oder? Doch, mit dem Einlenkpunkt. Nee, Pflanzgarten 1, genau danach den... Oh, jetzt
vor lauter Pflanzgarten und Nordschleife. Habe ich es hier vermasselt. Ja, das war zu viel Streckenbreite. Au, oh, okay. Da darf man auch nicht zu ungeduldig sein. Ja, und hier krasser Gegensatz zu den Strecken in Automobilista aus Argentinien. Da habe ich mich drüber gefreut, dass man so großzügige Auslaufzonen hat, also so viel Grasfläche neben der Strecke. Also jetzt kommt nochmal die rechts, genau. Ah, jetzt konnte ich es mir merken. Aber ich glaube, in Automobilista ging es mir auch so in dem Video. Ach, das ist doch die schnelle, Mensch. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Kompletten Faden verloren wieder. Genau, Gegensatz zu den argentinischen Strecken aus Automobilista, die ich jetzt gefahren bin. Hier kommt halt gleich die Bande. Hier ist man komplett im Eimer, wenn man Fehler macht. Also auch hier, wenn man denkt, man könnte gut Schwung mit rausnehmen und da reißt irgendwie die Aero vorne ab, dann knallt man gegen die Bande und dann ist das Rennen gelaufen. Deshalb versuche ich mal schneller zu sein. Zu weit raus. Okay, da ist dann ungültig. Macht Sinn. Und so viel schneller bin ich gar nicht. Eher Zeit verloren jetzt. Wir fahren einfach, bis der Sprit leer ist. Oder bis es dunkel wird. So, jetzt geht hier die Gummierung so weit raus. Hier, da fährt auch keiner so weit außen. Okay, Geduld, Geduld, Geduld. Jetzt, oder? Ah, ein bisschen früher wäre auch noch gegangen. Nein. Uhu, peinlich. Ich verliere schon wieder Zeit. Boah, die ist echt mies, aber geil. Das macht so Spaß, das so, sich da so ranzutasten. Wie weit kann ich gehen? Und wieder den Fehler gemacht, wieder nach rechts gezogen. Ich krieg diesen Verlauf nicht rein. Das ist die Schnelle, genau. Ah, okay. Okay. Nächstes Mal. Das hier ist die Langsame. Okay, ein bisschen schneller geht's ja aber schon. Uiuiuiui. Ja, vielleicht wäre es auch sinnvoller gewesen, das sichere Setup zu nehmen, das sichere Preset, aber jetzt ist schon zu spät. Ziehe ich das hier durch. Ja, jetzt kommt, das war gut. Schön. Schön. Was mir hier positiv auffällt, sind die Werbetafeln. In Automobilista steht überall Automobilista drauf. Und hier steht jetzt nicht Assetto Corsa Competizione, sondern tatsächliche Sponsoren. Das finde ich ganz cool. Oh, oh, das ist halb gepowerslided. Wie nimmt man die? So nicht. Die muss man irgendwie anders nehmen. Boah, 4 Zehntel wieder verloren. Also viel zu lernen ich noch habe. Ah, hier links bleiben, genau, und die ist jetzt schneller. Also mal dritter Gang. Wo bremst man hier? Hier ist der Gummi. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Da muss man schon ein bisschen mehr bremsen. Ja klar, geh in den ersten Gang. Super. Ich brauche mal ein bisschen mehr Traktionskontrolle hinten. Das fuchst mich jetzt ein bisschen. Ich bin schon wieder kurz davor, das Video abzubrechen, weil ich mir denke, nee, du fährst so bescheuert. Das macht doch keinen Spaß. Aber ich zieh's durch. Ihr leidet einfach mit mir.
Komm, komm, komm. Gerade noch so legal. Hier, Pflanzgarten 1. Genau, da kommt man raus. Dann kommt die Rechtskurve, die Linkskurve. Und die ist auch über so eine kleine Kuppe und man sieht sie nicht ein. Und das erinnert mich sehr stark daran. Finde ich geil. Solche Kurven liebe ich. Gott. Das lief so gut. Kann ich jetzt hier schon... Ich weiß nicht. Treibt es einen schon weit raus. Aber geht. Oh, fährt man die mit zwei Apexes vielleicht? Fährt man die mit zwei Scheitelpunkten? Das war gar nicht so schlecht. Das war eigentlich, dachte ich, jetzt voll verkackt. Hier dann vielleicht auch. Oh Gott. Und dann den Berg hoch. Die müsste man mal mit dem M2 fahren. Ach, ich muss ja links bleiben. Mit dem M2 fahren vielleicht. Nee, das ist tatsächlich keine dritte Gangkurve. Ah, das bringt auch nichts, glaube ich. Nee. Ich glaube, ich muss der Gummierung folgen und innen bleiben. Geht die im vierten dann? Bestimmt. Nein, zu spät. Ja, okay, wenigstens jetzt mal eine Verbesserung in Sicht. Und vorne links fackelt gleich der Reifen ab, aber klar. Hier bei solchen Aktionen nämlich, das findet der Reifen bestimmt ganz arg toll. Ja, zurück zum M2. Ja, einfach Rennklassen mit weniger Leistung. Könnte ich mir vorstellen, dass es schon auffällt, wenn man hier den Berg hochzieht. Ja, müsste ich mal gucken. Oder ein Automobilist da dann vielleicht auch. So, jetzt mache ich das mal hier wieder richtig. Darf man das so? Darf man hier so drüber bügeln? Und bleibt man hier im vierten, um nicht zu viel Unruhe reinzubringen? Ja doch, ich glaube schon. Boah, hier schmiert er mir echt ab. Bergab bremsen und dann einlenken ist schon geil. Also fühlt sich gut an. Ja, es wird doch, es wird doch. Nochmal 4/10 gewonnen. Sagte er und verlor wieder 4/10. Nee, doch nicht. So, jetzt hier eng. Nee, das fühlt sich auch nicht gut an. Also hier sollte ich mir auf jeden Fall so ein Video angucken von Leuten, die hier fahren können. Achso, ich wollte im vierten Mal fahren. Hier, doch, geht locker. Genau. Und die ist echt schwierig einzuschätzen, diese letzte Rechtskurve hier. Aber geil, es macht so Spaß und jetzt ist gleich der Sprit leer, tatsächlich. Also wir fahren, bis der Sprit leer ist. Ah gut, mehr inneren Korb mitnehmen. Ah, 200. Auch nicht wirklich berauschend. So, die Schikane habe ich glaube gar nicht so schlecht genommen vorher. Oh, habe ich jetzt was kaputt gemacht? Nee, dann würde er sagen Light Damage. Uiuiuiui. Komm, 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 Reifen. Halte durch, wir müssen den Tank leer fahren. Geil, ich freue mich auf die Rennen hier. Ha, das wird ein Traum. Da muss ich noch ein bisschen besser werden. Also zumindest so, dass ich weiß, wann muss ich aufs Gas, wann muss ich auf die Bremse, wann muss ich einlenken. Also der grobe Verlauf ist da, aber puh. Wie gesagt, viel zu lernen ich noch habe. Oh Gott. Die ist echt tricky. Die ist so tricky.
Weil da halt auch die Bande dann kommt und da hat man einfach Angst dagegen zu bolzen. So wie in Velopark in Automobilista. Da gibt's auch so eine Kurve. Jedes Mal habe ich dann Angst, meinen Karren zu verlieren. Oh, hier habe ich ein bisschen Zeit gut gemacht jetzt. Als wollte ich mal ein bisschen mehr durchrollen. Zumindest hat es mich keine Zeit gekostet. Auf die Wiederholung bin ich auch gespannt. Und das finde ich so toll in Assetto Corsa Competizione. Man geht einfach in die Wiederholung rein und dann kann man jede Runde anklicken und sich angucken. Ich weiß echt nicht, ob man diese Schikane so nimmt oder nehmen darf auch. Komm, komm, komm. Ah, ich hätte nicht lupfen sollen. Ich bin noch mal kurz vom Gas, weil ich Angst hatte. Komm, zieh. 1,43 fährt man hier, glaube ich, in echt, oder? Stand da im Menü. Low in, fast out. Ja, das war ganz gut gerade. Komm. Ah, übertrieben. So, vierter Gang. Oh, da geht noch mehr. Hier Zeit verloren, oder? Nee, gut gemacht. Juhu. Eine Runde geht noch, oder? Ah, vielleicht mit reinrollen. Ein Zehntel. Nicht schlecht. Komm, Audi. Beiß, Junge. So, wie nimmt man diese Schikane? So auch nicht, glaube ich. Hat sich gut angefühlt, er war nur minimal schneller. Nein, nein, nein. Doch Zeit gut gemacht. Die Traktionskontrolle hat mir hier den Hintern gerettet. Und wir müssen ins Ziel rollen, wenn überhaupt. Was für eine geile Strecke. Und der Sprit ist aus. Vollgas. Komm, Audi. Roll ins Ziel. Komm, 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 komm. Komm. Krass, wir fahren 70. Das sieht halt nicht aus wie 70. Jetzt kann ich mal das Zäunchen hier bewundern und die Zuschauer. Boah, was auch noch ein bisschen geil wäre, wäre, wenn die Zuschauer, wenn die jubeln würden und man würde es hören. Vielleicht tun sie das ja. Nee, ich höre eigentlich nur so einen Stadionsprecher. Grafik sieht irgendwie merkwürdig aus, aber ich habe eigentlich nichts geändert. So, jetzt machen wir hier die Warnblinkanlage an. Ja, funktioniert. Also, schon wichtig, die Warnblinkanlage reinzuhauen. Cool. Ich bin auf die Wiederholung gespannt. Geil. Es macht echt Bock. Genauso habe ich es mir vorgestellt.
ist so ein Tick von mir. Ich glaube, die Kamera springt in Assetto Corsa Competizione automatisch zurück, aber in Assetto Corsa hat es das nicht getan. Und da musste ich immer, wenn meine Kinder gefahren sind in der Verfolgerkamera, musste ich dann immer da drauf drücken, dass nächstes Mal, wenn ich fahre, dass es schon im Cockpit drin ist. Weil, ich weiß nicht, ist so ein Tick, glaube ich. So, jetzt Wiederholung. Welche Runden waren gut? Wir gucken einfach alle an, oder? Nee, ich will auf jeden Fall das sehen im Dunkeln, wie das aussieht. Und irgendwas stimmt hier an der Grafik nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Weiß nicht, sind es die Schatten unterm Auto? Keine Ahnung. Moment, wo fahren wir los? Hier, wunderbar. Ich bleibe noch ein bisschen bei euch. Ich switch dann irgendwann rüber in die vorletzte Runde oder Runde 8, Runde 9, irgendwie so. Und lasst euch dann alleine mit dem Sound. Ich hoffe, im letzten Video war es nicht zu laut. Ich habe versucht, es sanft abzumischen. Ich glaube, für Leute, die mit Kopfhörer hören, war es ein bisschen zu viel. Ja, aber ich bin immer am Rumtüfteln. Boah, Wahnsinn. Geil. Das sieht geil aus. Die Kameraeinstellungen gefallen mir hervorragend. Ich freue mich auf die Rennen hier. Schön, schön. Ich muss mir unbedingt angucken, also andere YouTuber angucken, wie die hier fahren oder vielleicht auch echte Rennen, wie die die Curbs nehmen bei dieser Schikane und ob die da wirklich sich raustreiben lassen. Aber das macht keinen Sinn. Oder fährt man Vollgas rein und bremst dann in diesem Mittelteil der Schikane? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, schön, wie bei Brands Hatch bei dieser vorvorletzten Kurve. Die Einstellung. Oh, auch geil mit dem Himmel. Wie ich nochmal nach außen gefahren bin. So ein Linksschlenker vor der Rechtskurve. Ah, ich bereue nichts. Ich bereue mein Geld, das ich dafür gelöhnt habe. Bereue ich nicht. Allein das Angucken hier von der Wiederholung. Und natürlich, klar, das waren gerade eben. Also, finde ich schon richtig gut. Geil, und das sah jetzt gar nicht so schlecht aus, fand ich, in der TV-Kamera. Da sieht man halt die Linie doch nicht so genau. Also, man muss gar nicht so kunstvoll fahren. Moment, ah, war das gar nicht. Doch, komm, dann lasse ich euch Runde 9 da. Oder wir gehen mal in die andere Kamera. Genau, gucken wir uns mal gemeinsam noch die Kamera an. Und dann lasse ich euch Runde 10, lasse ich euch... Oder? Moment. Moment, ich muss kurz gucken. Kleinen Moment. Ja, nee, da bin ich reinge... Nee, dann machen wir das so. Machen wir jetzt Runde 8 gemeinsam und Runde 9 lasse ich euch... Ja, genau, passt. Also, jetzt die andere Kameraeinstellung noch. Ich weiß nicht, die Helikopterkamera, die finde ich gar nicht so gut, weil man da immer diese Rotorblätter des Helikopters hört. Weiß nicht, stehe da nicht so drauf. Die benutze ich eigentlich nur, wenn ich ein Rennen fahre und so eine kleine Kamera einblend oder Kameraeinstellung einblend. Das hat mich gerade etwas verwirrt. Da ist sehr schnell sehr hell geworden. Aber vielleicht hat es noch ein bisschen gebraucht vom Umstellen. Weil als wir gefahren sind, war das doch nicht so, oder? Naja. Ah, die Kameraeinstellungen sind jetzt ein bisschen angenehmer oder ja, einfach man sieht das Auto über längere Zeit mit derselben Einstellung. Hui! Aber ich weiß nicht, lass für euch nachher lasse ich die andere Kamera da. Doch, das machen wir so. Die ist ein bisschen actionreicher. Ja, aber echt schön. Also Kunas hat es wieder mal richtig toll gemacht. Sieht unheimlich schön und stimmig aus. Passt alles. Hier geht, glaube ich, die gelbe Flagge irgendwie durchs Häuschen durch. Aber gut. Beim Fahren sieht man das eh nicht. Und es ist so mies, das sieht hier gar nicht so aus mit dieser Barriere da, mit dieser Bande.
Das sieht hier in der TV-Kamera relativ entspannt aus, aber wenn man da tatsächlich dann fährt und sieht, wie die Wand nahe kommt, ist echt ein bisschen doof. So, also, ich halte jetzt die Klappe und bedanke mich fürs Zusehen und dann könnt ihr euch diese Runde hier mit der anderen Kamera angucken. Mit dieser am besten. Ne, mit der hier. Also, dann machen wir das so. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine angenehme Woche und ja, macht's gut. Ciao.